Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und auf meinem Kanal dreht sich eigentlich alles um Fotografie-Tipps und auch um Film-Tipps. Und wenn ihr dabei bleibt, meinen Kanal abonniert, werdet ihr immer wieder Videos sehen, um Aufnahmetechniken, Fotografietechniken wirklich von der Basis auf zu erlernen. Bleibt dabei! Und in diesem Video geht es speziell um die Nachtfotografie bei Vollmond. Ihr könnt euch tatsächlich den Vollmond bei der Fotografie zunutze machen, um eine ganz besondere Lichtstimmung auf euren Fotos zu schaffen. Der Mond wird ja von der Sonne angestrahlt und reflektiert dieses Licht schön diffus wieder zurück zur Erde. Und wenn ihr da 10 oder 15 Sekunden lang belichtet oder sogar mehr, schafft ihr es, das Bild taghell aussehen zu lassen. Aber doch ist die Lichtstimmung komplett anders, wie wenn ihr es am Tag oder in der Dämmerung macht. Also super interessantes Thema. Ich lege es euch ans Herz. Probiert es einfach mal aus. Und es muss nicht unbedingt der Vollmond sein, aber mindestens der Halbmond sollte zu sehen sein. Sonst ist es einfach nicht hell genug für solche Art von Fotos. In dem nächsten Schritt gehe ich jetzt ganz kurz auf mein Equipment ein und auf die Einstellungen, die ich verwende. Bevor ich allerdings mit meinem ganzen Equipment hier anfange, überlege ich mir zuerst, was möchte ich überhaupt fotografieren. Der in Deutschland berühmte Fotograf Stefan Wiesner hat mal gesagt, gib jedem Foto einen Namen und mach erst dann das Foto. Also wenn man mit diesem Foto nichts verbindet oder das Foto ist überladen von Informationen, könnt ihr die Kamera gleich wieder stecken lassen. Sucht euch wirklich einen schönen Winkel, eine schöne Perspektive und dann macht erst das Foto. Ich für meinen Teil habe jetzt einen wunderschönen Steg hier am Ammersee in Herrsching gefunden und der Bildtitel in meinem Fall ist ein wunderschöner Badesteg bei Vollmond. Also zum ersten Schritt, ich finde jetzt die richtige Bildkomposition. Dabei richte ich mein Stativ ziemlich mittig hier auf diesem Steg aus und baue dann die Kamera drauf. Zum Setup, ich habe mein Stativ dabei, ein Rollei. Rock Solid Mark Beta 2 heißt das Ding. Ist sehr angenehm, das Stativ auch in der Hand zu halten, weil es hier mit Schaumstoff ummantelt ist. Es ist arschkalt, minus 3 Grad draußen und da kommt dieser Grip, dieser Schaumstoff mir an den kalten Händen sehr zugute. Das Stativ richte ich jetzt in der Mitte des Steges einfach aus und schraube oben drauf meine Kamera. Ich habe hier eine Sony A7 III mit einem Weitwinkelobjektiv, ein Samyang 14 mm mit einer 2,8er Blende. Ich habe deswegen auch ein Weitwinkelobjektiv, weil ich jetzt hier bei der Landschaftsfotografie möglichst viel von dem Boden, von dem Steg und auch von dem Himmel aufnehmen möchte. Das ist einfach der Grund, warum ich mit einem Weitwinkel heute fotografiere. Ja, und trotz des Vollmondes ist es heute sehr, sehr neblig hier über dem Steg. Ich hoffe, dass meine Linsen jetzt beim Filmen auch nicht beschlagen. Und der Plan war eigentlich, die gegenüberliegende Seite auch zu sehen, weil die Lichter spiegeln sich unheimlich schön auf dem Wasser. Ist heute nicht der Fall, wegen diesem Nebel und dieser super hohen Luftfeuchtigkeit. Macht nichts Scheiß drauf, ich bin jetzt da, ich mache jetzt hier das Foto so, wie es ist. Als ersten Schritt müsst ihr wissen, vergesst den Automatikmodus bei der Nachtfotografie, egal ob Vollmond oder kein Vollmond, ihr müsst manuell fokussieren. Also stellt den Fokus auf manuell. Und sucht euch irgendwelche Lichter in der Nähe. Ich werde jetzt mal hier die Lichter am Ufer, die vielleicht 20 Meter weg sind, die wirklich manuell anfokussieren. Dabei ziehe ich den Fokus vorne am Objektivring und dann fasse ich auch das Objektiv vorne nicht mehr an, weil der Fokus dann einfach sitzt. Bei den Sony-Kameras ist es auch relativ easy, manuell zu fokussieren, weil es so eine Art Display-Lupe gibt, man kann da wirklich schön ranzoomen, dann fokussiert man und dann passt der Lack, würde ich sagen. Von der Belichtungszeit ist es jetzt so, dass ihr mindestens 15 Sekunden lang bei solchen Lichtverhältnissen jetzt belichten müsst, damit der Steg auch wirklich schön aufgehellt wird, trotz des Mondes, der hinter mir schön scheint. Mein Videobild, welches ihr gerade seht, wird jetzt auch ein bisschen verpixelt sein, schätze ich, weil ich nehme mit 12.800 ISO auf, mit der Sony A7 S2, aber die packt es und ich brauche jetzt hier keine extra Lampe mitschleppen, also einfach ISO-Wert hochdrehen. Ich würde euch jetzt auch raten, also neben dem manuell fokussieren, auch die Auslöseverzögerung auf 2 oder 5 Sekunden zu stellen. Das bedeutet, ihr drückt den Auslöser und dann schießt die Kamera erst nach 2 Sekunden oder nach 5 Sekunden, wie auch immer ihr das einstellt,
das Foto. Das hat einfach den Vorteil, dass das Bild nicht verwackelt beim Draufdrücken. Jetzt zu meiner gewählten Blende. Ich fotografiere jetzt mal mit einer 4er Blende, vielleicht nachher auch mit einer 5-6er Blende. Und das mache ich deswegen, weil ich die Randbereiche vom Ufer auch noch mit scharf auf dem Bild haben möchte. Würde ich jetzt mit einer 2-8er Blende fotografieren, wäre jetzt nur der Steg, also wenn ich den jetzt anfokussiere, schön scharf und der Rest ziemlich unscharf. Also lieber mal eine 4er oder 5er Blende nehmen, da habt ihr mehr Schärfentiefe und seht noch was von der Umgebung. Belichten werde ich jetzt 25 Sekunden. Das ist so ein Richtwert, ihr könnt auf 20 Sekunden nehmen und je nachdem einfach schauen, wie hell das Bild dann auch tatsächlich wird. Es kommt darauf an, wie viele Wolken sind am Himmel. Heute sind kaum Wolken jetzt am Himmel bei mir, allerdings ist es super neblig. Macht aber nichts, 25 Sekunden, 4er Blende und ISO 200 in meinem Fall gehen sich ganz gut aus. Ihr könnt natürlich auch den Weißabgleich manuell einstellen, sagen wir mal auf 3900, das ist bei Nachtfotografie gang und gäbe. Aber ich lasse ihn jetzt auf Automatik, scheiß drauf, und wenn mir das Bild nicht von der Farbtemperatur gut gefällt, regle ich es an dem Regler in Lightroom um einen Millimeter nach links und dann passt es auch wieder. Ich fotografiere hier manuell, dann fotografiere ich im RAW-Modus, damit ich im Lightroom immer noch ein bisschen was bearbeiten kann. Meine Bildprofile sind komplett aus. Hier habe ich eine 25-sekündige Belichtungszeit, 4er Blende, ISO 200. Weißabgleich stelle ich auf Automatik, scheißegal. Und hier seht ihr die 2 Sekunden Auslöseverzögerung, ist auch nicht zu verachten. Jetzt mache ich das Bild, ich finde es von der Bildkomposition ganz geil. Also ihr seht, die Lichtstimmung hier bei Vollmond ist einfach phänomenal. Die gibt es einfach nur bei solchen Bedingungen. Jetzt verzieht sich auch noch der Nebel. Jetzt gehe ich da tatsächlich nochmal vor und mache vorne auf dem Steg nochmal ein Bild, ein eher symmetrisches Bild. Da orientiere ich mich an den Linien von dieser Bank, die oben auf dem Steg steht. Und man sieht diese Lichter vom Ufer dann auch noch ganz schön im Hintergrund. Da nehme ich euch mit, das Bild muss ich unbedingt noch machen. Geil! Jetzt habe ich mir auch einen Titel für mein Bild überlegt, das heißt einfach, nimm Platz. Sieht doch schon mal ganz geil aus, oder, das Bild. Und ich denke, mit dem Weitwinkelobjektiv wirkt es noch besser. Jetzt muss ich einfach schauen, wie hoch ich die Kamera positioniere, damit ich diese Lichtspiegelungen sehe und auch noch was vom Ufer. Habe ich die richtige Einstellung von meinem Stativ gefunden. Ich habe gerade gemerkt, wenn ich das Stativ zu hoch stelle, spitzelt mir der Mond von oben irgendwie ins Bild rein, also man sieht ihn nicht richtig. Also ich bin echt der Meinung, lieber sieht man ihn gar nicht oder man sieht ihn richtig irgendwie. Und bei Mondlicht wirkt es einfach ganz, ganz anders wie bei Tag, allein schon durch diese Lichtspiegelungen auf dem Wasser. Richtig cool ist ja eigentlich auch, dass gerade windstill ist. Zwar super neblig, aber windstill, und deswegen sieht man diese Lichter sehr, sehr schön auf dem Wasser. Ja, und auch dieses Bild von der Parkbank nehme ich jetzt mit 25 Sekunden Belichtungszeit auf, ISO 200 und 4er Blende, sowas. Und ich konnte mich jetzt auch irgendwie gerade nicht entscheiden. Ich habe jetzt 2 Bilder gemacht von dieser Bank hinter mir. Einmal bin ich näher rangekommen und habe einfach nur 2 Bobble aufgenommen und bin wirklich nah dran, oder einmal auch ein Bild, wo mehr zu sehen ist, was noch weitwinkliger ist. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, welches Bild euch besser gefällt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, gute Nacht. Probiert selbst die Mondfotografie aus die nächsten Tage. Habt ihr noch die Möglichkeit dazu, da ist der Mond noch ziemlich präsent jede Nacht. Und ja, abonniert meinen Kanal für weitere Videos und
Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee, heute hier in Herrsching.